Wir sparen eigentlich gerade unsere ganze Kohle und könnten noch so viel damit machen. Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start und heute spielen wir eine weitere Runde Bloons Tower Defense 6. Mir hat einer von euch, nämlich der Theo, ein riesiges und langes Kommentar geschrieben, was ich alles noch verbessern kann in meinen Taktiken und sonst was. Dafür auf jeden Fall vielen Dank. Ich werde versuchen, mich dran zu halten. Der hat nämlich geschrieben, ich weiß nicht genau, ob ich das richtig verstanden habe, dass man die Bananenplantagen und die Affenbanken in den ersten Runden setzen soll, falls wir jemanden haben, der ordentlich aufräumen kann. Das sollte jetzt bei Saouda eigentlich ganz gut klappen hier auf der neuen Map. Und ab Runde 15 bis Runde 25 sollen wir Affenmarktplätze setzen. Ich werde es mal ausprobieren. Falls ich das nicht richtig verstanden habe, sorry Theo. Ich hatte auch gelesen, dass du mir ein längeres Kommentar geschrieben hast, da das aber verschwunden ist. Das habe ich tatsächlich auch nicht finden können. Vielleicht schreibst du mir das nochmal irgendwo, ansonsten, falls ich es nicht richtig verstanden habe, sorry auf jeden Fall. Wenn ihr anderen auch noch Tipps habt oder sonstiges, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Ich versuche so viel wie möglich von euch einfach umzusetzen, weil viele von euch einfach auch mehr Ahnung haben als ich. Dementsprechend lasst gerne auch ein Like da, lasst ein Abo da, da freue ich mich auch riesig drüber. Und jetzt versuchen wir hier mal ein bisschen was abzureißen. Ich werde jetzt hier auf der Seite ein paar von den Affenbanken, vielleicht ein oder zwei setzen. Und dann auf der anderen Seite werde ich nachher versuchen, die Affenmarktplätze zu setzen. Und dann mal schauen, wie das aussieht. Jetzt gerade im Moment sieht es ganz gut aus mit Saouda auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir relativ weit mit Saouda alleine hier auf der Map auskommen, weil die kann ja ganz gut da auf jeden Fall alles wegschnetzeln. Das andere, was ich dann danach machen werde, ich glaube, bei den Metallballons sollte es ein bisschen problematischer werden. Da werde ich dann versuchen, dementsprechend hier so einen Mörseraffen zu setzen, der dann dafür sorgt, dass wir hier die Metallballons auf jeden Fall zerstören können. Und der Rest wird jetzt erstmal drauf gesetzt, so viel wie möglich an Kohle zu schaffen, weil ich möchte heute unbedingt gerne eine der höchsten Einheiten, die ich bis jetzt überhaupt habe, upgraden. Und das ist beim Superman-Affen. Möchte ich es gerne schaffen, hier den... Welchen hatten wir denn? Welcher war das denn? Den hatten wir schon. Da möchte ich aber gerne mal den Anti-Bloon freischalten. Genau, der war das. Aber, ob wir das jetzt schaffen? Ja, möglich, ne? Am liebsten würde ich tatsächlich auch noch den Batman irgendwann mal hinkriegen. Aber, jetzt haben wir ja nur eins hingekriegt. Und das soll ja bis Runde 15... Beziehungsweise in den ersten Runden soll ich ja schon die ganzen Banken bauen. Ich weiß gar nicht, wie das hinhauen soll. Weil so viel Kohle generiere ich ja einfach gar nicht. Oder hätte ich jetzt nicht auf die Bank direkt sparen sollen, sondern so viel wie möglich. Ich bin mir da... Also was die Plantagen und Banken angeht, bin ich mir ein bisschen unsicher. Das finde ich immer relativ schwierig. So, jetzt versuchen wir nochmal noch eine zweite Bank hinzukriegen. Wenn nötig, nehme ich auch die ersten paar Damage bei den Eisenaffen oder Eisenballons. Ich bin immer noch dabei. Ich sag immer noch Eisenaffen zu den Eisenballons. Aber das sollte eigentlich hinhauen. Was der Theo mir auch noch gesagt hat, ist, dass... beziehungsweise er hat mir noch eine Liste von den stärksten Einheiten gegeben. Und die werde ich jetzt nach und nach auch mal ausprobieren. Dementsprechend, das wird in den nächsten Videos dann auch bearbeitet. Ich wollte jetzt auf jeden Fall erstmal schauen, wie das mit den Plantagen ist und da ein bisschen was ausprobieren. Und ich nehme euch einfach jetzt mal mit auf die Reise und versuche, so viel wie möglich davon einfach zu verstehen, was hier abgeht. Ich hoffe, da seid ihr mir nicht böse. Schreibt es in die Kommentare, wenn es doch so ist. Aber es ist, ich versuche mein Bestes. So. Ich versuche auch so viel wie möglich von dem, was ihr in die Kommentare schreibt, eben wie zum Beispiel der Theo oder zwischendurch haben andere auch mal was noch geschrieben, dass ich das umsetze, auch so gut wie möglich. Ich versuche mein Bestes. Jetzt sind wir ja schon bei Runde 22, krass. Bei Runde 22 sind wir schon. Ich glaube, so langsam dürfte ich den Mörseraffen setzen. Da haben wir ihn. So. Und den setze ich aber jetzt nicht da auf den Anfang. Mach jetzt das obere Upgrade erstmal ein bisschen und setz den aber dann hier in die Mitte, weil da trifft auf jeden Fall alles immer wieder aufeinander und dann sollten wir eigentlich auch relativ gut weiterkommen. Jetzt sind wir schon bei Runde 26. Die nächsten, die ich also einsetzen werde, falls ich das richtig verstanden habe, sind die Marktplätze. Das heißt, ich muss hier unten auf die hier gehen. Habe ich das verlangsamt? Ne, ist immer noch genauso schnell. Da kommen wir aber sicher immer noch durch mit Saouda alleine, oder?
Bis jetzt haben wir noch keinen Damage gekriegt. Wir sind schon in Runde 27 und ich habe noch keinen Damage gekriegt. Das verwundert mich ein bisschen. Aber ich nehm's, bin ich ganz ehrlich. Die Pinne. Da waren die Metallballons. Das war jetzt auf der Runde. Ja, auf der letzten Runde jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil die. Im Prinzip sagen die in den Upgrades, das finde ich halt das Komische. Die sagen immer das. Die sagen hier dasselbe. Erzeugt bei jeder Runde Bananen, die sich in Spielwährung verwandeln, damit noch mehr. Damit du noch mehr kaufen kannst. Und das steht hier halt genauso. Deswegen bin ich mir da unsicher, was das jetzt genau bringt. Und hier ist natürlich klar. Jetzt ist natürlich die Frage Zentralmarkt, ob das auch geiler ist hier dann im Endeffekt oder ob das hier geiler ist. Ich kann natürlich noch drüber hovern. Generiert jede Runde Geld und fügt es deiner Gesamtsumme hinzu. Und das hier, sämtliches von dieser Farm generierte Geld wird jetzt in der Bank gelagert und in jeder Runde mit 15% verzinst. Das heißt, die muss ich tatsächlich länger halten, bis die ganz am Ende sind, weil die dann natürlich dann dementsprechend wie beim echten Geld sich einfach viel mehr vermehrt, wenn mehr da drin sind. Und hier, die generieren mir einfach dauerhaft Geld, was ich dann direkt einsammeln kann. Ich glaube, das habe ich so richtig verstanden. So würde ich das jetzt einfach mal, zumindest denke ich, dass das richtig ist. Okay. Jetzt wird es langsam kritisch, habe ich das Gefühl. Ninja oder gehen wir... Ja, ich bin mir halt nicht sicher. Die Ninjas, die sind halt ganz gut, weil die da natürlich jetzt erstmal für sorgen können, mehr Damage zu machen, als die Superman-Affen, weil die muss ich natürlich mit dem Affendorf wieder verbessern. Jetzt ich frage, wenn ich hier ein Affendorf hinsetze, geht gar nicht. Au. Hä? Okay, wo kann ich denn Sachen hinsetzen? Das Affendorf kann ich hier nirgendwo hinsetzen. Wieso kann ich das denn hier nirgendwo hinsetzen? Ach, weil da die Pflanzen sind. Holy, das heißt, ich muss da... Oh. Das ist Wasser. Hier könnte ich das Affendorf hinsetzen, aber das hilft mir gar nicht. Oh, das ist ja interessant. Ich gehe mal hier auf den Superman-Affen. Das ist ja super interessant. Wir haben halt super wenig Platz. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, wie wenig Platz wir eigentlich haben auf der Map. Okay, dann wird das natürlich noch krasser. Wir sind hier jetzt bei 14.000 insgesamt. Und die können anscheinend auch nur bis dahin sammeln, ne? Dann muss ich die wahrscheinlich noch mehr upgraden. Ich grade jetzt das hier ab. Aber bis jetzt sieht es ja noch ganz gut aus. Das sind 12.000 zum Upgraden. Da machen wir jetzt eine hier höher, damit wir das Gesamtvolumen wahrscheinlich ein bisschen mehr verbessern. Und dann gehen wir auf den nächsten Ninja-Affen. Hier geht's halt nicht, hier geht's aber. Okay, das ist ja dreckig. Das ist ja richtig, richtig dreckig. So, da kommen jetzt die Moabs. Jetzt haben wir natürlich die Runde erstmal geschafft. Ich möchte aber auf jeden Fall weiterspielen im freien Spiel. Das reicht mir jetzt hier nicht. Ich versuche bis Runde 100 wiederzukommen. Das sollte eigentlich immer grundsätzlich sowieso in letzter Zeit mein Ziel sein. Was mir der Theo noch gesagt hat, ist die fliegende Festung. Ja. Ich glaube, die fliegende Festung ist tatsächlich ganz geil, hier auch einzusetzen. Die können wir hier außen ja hinsetzen. Dann fliegt die ja normalerweise... Aber die fliegt ja im Kreis, ne? Aber die fliegende Festung dürfte doch dann im Prinzip trotzdem den Radius einfahren, oder? Ich gehe mal hier hin. Jetzt wirft die natürlich hier Granaten und schießt da halt so ein bisschen rum. Das ist die Frage, die fliegende Festung. Auf die muss ich gehen. Die kostet 85.000 als großes. Ja, da sollten wir doch hinkommen, oder? Wir können ja jetzt auf jeden Fall schon ein paar Upgrades drauf machen. Aha, seht ihr, da fliegt der nämlich schon in der Mitte. Das ist ja voll geil. Okay. Das heißt, ich werde auf jeden Fall eine fliegende Festung machen und im Endeffekt würde ich gerne noch einen anderen machen. Das ist die Frage nur, was wir dann noch machen. Ich glaube, dann gehe ich hier noch auf den. Den Himmelschreiterer fand ich nämlich auch ganz geil. Also die beiden, den fand ich gar nicht so cool. Also der hier ist auf jeden Fall der erste, den wir jetzt aufwerten. Damit wir da auf jeden Fall die Kohle schon mal... Ah, jetzt habe ich wieder den Fehler gemacht. Jetzt müsste ich, nach der Logik, müsste ich noch mehr von den Marktplätzen machen. So. Gehen wir einfach mal weiter. Wir haben ja bis jetzt noch keinen Damage gekriegt. Das heißt, das sollte auf jeden Fall noch kein großes Problem werden. So, 20.000 kostet der. Dann gehen wir hier noch auf den oberen. Aber der fliegt ja halt nicht hier in der Mitte, ne? Das ist die Frage. Lass mich kurz bei dem hier gucken.
Ab wann fliegt der denn in der Mitte? Neue zentrale Flugschiene. Okay, das heißt, ich muss eigentlich nur den hier auch auf 2 machen und dann fliegt der zentral. Gut, das sieht doch schon mal besser aus. So, jetzt graden wir gleich den nochmal ab. Und dann ist das nächste Ziel, noch 1 oder 2 Merkplätze zu machen. So. Gehen wir mal hier noch höher, damit wir noch ein bisschen mehr Damage machen. Beziehungsweise damit wir noch ein bisschen mehr Kohle machen. 12.000, 20.000 kostet der. Die lassen wir jetzt hier laufen. Hier passt gar keine hin. Da passt aber noch eine hin. So. Und jetzt lassen wir es wieder laufen. Graden die dann ab, sobald wir wieder ein bisschen mehr Kohle haben. Aber ich werde jetzt erstmal auf die weitere fliegende Festung gehen. Um da einfach für zu sorgen, dass wir da mehr an Damage rausdrücken. Weil es wird gleich definitiv noch problematischer werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir müssen auf jeden Fall noch mindestens einen Mörseraffen machen. Am besten einen, der schneller ist. Und am besten einen, wo dann auch noch ein Affendorf daneben passt. Natürlich die Frage, wo passt ein Affendorf am besten hin? Hier kann ich das hinsetzen, ne? Und dann nehmen wir da den Mörseraffen noch zu. Damit der dementsprechend, ich gehe da auf das untere und setze den auch in die Mitte. Dahin. So. Und dann werde ich hier, kann ich da auch noch ein Affendorf hinsetzen, das tatsächlich alle passt? Nee. Doch, da. Da sind jetzt beide drauf, ne? So, jetzt lassen wir mal fliegen. Gehen auf den nächsten Mörseraffen. Jetzt brauchen wir nur noch 85.000, um das noch hoch zu machen. Gerade im Moment platzt alles ganz gut. Das gefällt mir recht gut. Der fängt ja jetzt schon an mit dem Zielschüssen. Auch ganz geil. Runde 100. Ja, das sollten wir aber locker schaffen, oder? Also ich habe da jetzt gar nicht so die große Angst. Wir werden aber jetzt mal schauen. Ja, ich gehe mal auf Risiko und grade das lieber nochmal ab. Das Problem wird halt nachher bei den ganzen Affen, beziehungsweise die ganzen Ballons, die unsichtbar sind für die anderen Einheiten. Das könnte, glaube ich, relativ problematisch werden. Jetzt werde ich mal versuchen. Der Apache soll ja auch noch geil sein. Dementsprechend werde ich hier jetzt versuchen, noch auf den Apachen zu gehen. Das ist der hier, ne? Apache Prime. Okay, das heißt, der obere ist dann noch der Apache. Ah, das ist der der gezielt auf dich schießt, ne? Stimmt. So, das erste ist jetzt gleich die Festung, die ich mache. Hier sind wir auf Full. Oh, hier, das könnte jetzt... Okay, das geht eigentlich. Das haben wir doch gut gemacht. 43.000 haben wir jetzt. Runde 60 haben wir auch locker hingekriegt. Sind jetzt nur noch 40 Runden, in Anführungszeichen. 50.000, 85.000 brauchen wir. Den könnten wir auch nochmal upgraden, damit wir das jetzt endlich mal auch haben. Und den hier auch. Und dann machen wir gleich zumindest ein Handelszentrum auch irgendwann. Aber jetzt werde ich versuchen, erstmal auf die fliegende Festung zu kommen. Damit wir da jetzt erstmal nicht mehr groß in die Bredouille erstmal kommen. Danach werde ich hier auf einen von den... Könnte natürlich jetzt schon den in der Großmeister machen, aber ich möchte jetzt eigentlich tatsächlich erstmal die fliegende Festung reinballern. Damit wir da auf der Nummer sicher sind. Und dann lassen wir hier die Flugzeuge ordentlich kreisen. 52.000 haben wir jetzt. Ich habe ein bisschen Bedenken, ob das reicht hier, was wir hier machen. Die Wall Street kostet 51.000. Die können wir sowieso nur einmal machen, oder? Ja, die dürften wir nur einmal machen können. Ist ja das höchste Upgrade. Sind wir bei 66.000. Aber die reißen ja ordentlich ab noch, ne? Machen wir mal eine Fähigkeit einfach von Sauda. Warum auch nicht? Das Problem ist... Bin mir nicht so ganz sicher, ob ich tatsächlich durchkomme jetzt damit einfach so. Aber es sieht doch ganz gut aus. Wir haben jetzt gleich, haben wir ihn zusammen. Jetzt gleich haben wir ihn zusammen. Und dann gehe ich auch auf Schnelligkeit, damit er noch ein bisschen schneller schießt.
Jawohl, come on, ja. Jetzt haben wir die fliegende Festung. Da ist die fliegende Festung, jawohl. Und dann gehen wir noch auf Geschwindigkeit. Damit er nochmal mehr und nochmal schneller schießt. Das sieht geil aus. Das nächste ist der Apache. Oder ist das nächste die Wall Street? Ich glaube, ich würde auf die Wall Street gehen. Ja, ich gehe auf die Wall Street. Das sollte eigentlich das Bessere sein. Jetzt haben wir schon mal 4 Stück von denen und 5 Stück sogar. 5 Stück von den Marktplätzen. Noch ein bisschen höher upgegradet natürlich. So, jetzt gehen wir hier hin und machen das hier noch hoch. Und hier gehen wir auch hin. Machen die jetzt nochmal höher. So. Jetzt werden wir mal sehen. Wir sind immer noch bei 200 Leben. Wir haben noch kein Leben verloren. Sieht ganz gut aus. Jetzt müssen wir mal eben einmal kurz gucken, ob das hier noch höher geht. Ja, noch geht's höher. Ich bin mir nicht so sicher, bis wie hoch die stacken. Ich glaube, bis 40.000 müssten die jetzt zu zweit stacken können. Holy, die Festung ist einfach so mega OP. Was zum Teufel? Okay. Da mir gesagt wurde, dass der Apache krasser ist, gehen wir hier auf den Apache jetzt. Apache ist voll. Jetzt ist die Frage, was ist denn dann besser? Schnelle Pfeile. Ja, ich gehe auf schnelle Pfeile dann zusätzlich. Damit der dann auch nochmal schneller angreift. Ich glaube, das ist grundsätzlich immer die bessere Idee, dann noch zusätzlich die Geschwindigkeit einzubauen. So, 20.000 kann ich jetzt nehmen. Ja, das ist nur bis 10.000 anscheinend. Okay. Hier geht's ganz gut. Wir machen jetzt als nächstes machen wir die Wall Street. Den könnten wir eigentlich verkaufen. Der bringt jetzt sowieso nicht allzu viel. Und dafür setzen wir da jetzt gleich noch einen Ninja hin. Oder. Was ist eigentlich... Kann der Alchemist die da buffen? Ach, das ist gar nicht der Alchemist. Ich bin auch trottelig. Das ist der Alchemist. So. Der müsste doch auch dafür sorgen können, dass die gebufft sind, oder? Oder kann er... Doch, der kann die buffen, oder? Ja, der bufft die. Nice. Okay, das heißt, ich setze den da hin. Hier machen wir noch einen Ninja hin. Und dann ist das nächste, was wir upgraden, einen von den Ninjas. Am besten einen von den beiden. Die können dann den Großmeister... Also als Großmeister kann der dann hier einmal rundherum schießen. Und alles wegballern. Ich vergesse immer das Ziel aus den Augen. Die Wall Street ist das Ziel. Holy. Ihr müsstet jetzt in den Kommentaren seid ihr sicher schon am Ausrasten. Junge, hör auf immer irgendwelche Sachen abzugraden, wenn du die ganze Zeit sagst, du willst die Wall Street aufwerten. Ja, ich versuche mein Bestes. Hallo. Ich bin ein bisschen wir. Ich weiß. Aber ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Ich versuche mein Bestes. Ich versuche wirklich mein Bestes. Okay. Jetzt haben wir 41.000. Hier sind 5.000 drin. Damit können wir jetzt auf jeden Fall noch nicht richtig was machen. Aber ich mache die hier zu Wall Street. Los geht's. Die Bananen Wall Street. Die Affen, Bananen, super Verkaufsstation. So, jetzt kommt der Großmeister natürlich gleich ans Werk. Wo haben wir denn? Ja, jetzt haben wir, ne? Ja. Der Ninja-Großmeister. Jetzt sind wir schon in Runde 83. Jetzt ist die Frage. Was können wir hier noch verbessern, damit wir gleich richtig gut gegen die ganzen anderen kämpfen können? Lass mal gucken. Machen wir das noch? Das nächste ist dann den hier. Den wir jetzt... Ach, der ist ja schon voll. Der hier aber noch nicht. 34.000. Haben wir ja jetzt schon. Zack. Alter Schwede, die sind halt einfach monströs, die da rumfliegen. Okay. Gucken wir mal, wie viel jetzt hier schon in der Bank drin ist wieder. Nicht genug. Also gerade im Moment sehe ich selten tatsächlich irgendeinen Ballon irgendwo hinkommen. Die kommen hier bis zum Ende des Eingangs im Prinzip und dann ist halt vorbei. Der Apache ist halt ein bisschen verwirrt, der fliegt immer wieder hin und her. Ich werde mal schauen, dass ich den auf Verfolgen, Maus folgen, fest verankert. Okay, ich möchte eigentlich schon verfolgen, aber der soll Patrouillen.
Oh, das ist ja auch nice. Letzter, erster. Hier. Ich möchte eigentlich gucken, was der so Verfolgung, Mausverfolgung fest verankert. Fest verankert. Kann ich den dann... Ja, ich kann das aussuchen. Dann lasse ich den dahin fliegen. Dann soll er tatsächlich in der Mitte angreifen. Wenn die dann mal irgendwie hier hinkommen, kann der da auf jeden Fall mehr angreifen. Jetzt waren die ersten Bleiballons da. Aber es ist locker jetzt gerade noch. Das geht locker hier von der Hand. Zack, machen wir den noch höher. Zack, machen wir den noch auf das Max. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt nicht so, dass das überall hin... hinstrahlt? Das ist Runde 92. Holy, was geht hier ab? Das ist einfach nur ein Höllentrip. Ja, aber das ist... Ich glaube, Runde 100 sollten wir doch locker schaffen, oder? 76.000 haben wir jetzt. Mal sehen, welche Einheit wir jetzt noch ballern. Was ist eigentlich die andere höchste Einheit von dem? Setzen wir den hier hin. Lass mal kurz gucken. Den hatte ich tatsächlich... Doch, den hatte ich schon einmal. Den fand ich auch mega geil. Ach, kommt. Was soll's. Gehen wir hier noch auf den höchsten. So. Sieht doch auch ganz gut aus. Jetzt haben wir den Apache. Die untere. Ich glaube, der hier kann tatsächlich auch dafür sorgen, dass die Moabs oder so nicht weiterfliegen, ne? Kann der die nicht aufhalten? Ich meine, der kann die aufhalten. Ich lasse den mal hier an der Seite hängen. Ich glaube, ich müsste ja jetzt hier auch schon auf dem Full oder Max wieder sein. So, halten wir den hier auf der Seite. Das sieht halt mega krass aus, ne? Ich glaube tatsächlich, dass ich die Marktplätze wirklich viel geiler finde. 138.000, what? Ja gut, dann gib ihm, ne? Und gib ihm. Wir haben halt viel zu viel Kohle. Ich weiß gar nicht, was wir damit machen sollen. Ich mach mal hier ein bisschen langsamer. Damit ich einfach mal dafür sorgen kann, dass wir irgendwo noch was rausballern. Ja, ich meine den... Ich meine den Superman-Affen, wenn wir den irgendwo noch platzieren können. Können den halt nirgendwo platzieren, ne? Wir haben halt echt nirgendwo Platz. Wir können jetzt noch hier wahrscheinlich einen Affen hinsetzen. Aber den habe ich halt noch gar nicht trainiert. Auch setzen wir den einfach nur zum Training mal ein. Lassen wir wieder schneller laufen. Aber wir sind jetzt bei Runde 100. Mal sehen, wie lange das dauert, bis wir den hier auch zum Platzen gebracht haben. Und zack. Runde 100 geschafft. Nice. Vielen Dank auf jeden Fall für den Tipp. Das ist so OP. Ich weiß gar nicht. Ich lasse jetzt mal laufen und guck mal tatsächlich, wie lange es wir es jetzt noch schaffen, ohne dass ich noch irgendwelche Upgrades mache. Aber das sollte ja eigentlich auch relativ locker jetzt noch funktionieren, oder? Oh. Come on. Ich weiß halt auch nicht, wo ich noch irgendwelche Einheiten setzen soll. Ich könnte jetzt natürlich... Passt auf, was ich jetzt mache. Ich werde jetzt einfach die einsammeln und dann verkaufe ich die. Genauso wie die. Und werde jetzt nochmal hingehen und mache noch einen weiteren Heli. Und mache die mittlere voll. Damit wir das auf jeden Fall auch noch haben. Dann gehen wir hin. Wo haben wir das Flugzeug? Das Flugzeug können wir dann hier platzieren. Machen da die mittlere noch voll. Weil wir können. Jetzt haben wir jede Flugeinheit, jede Max-Flugeinheit. Lassen jetzt das machen, das machen, das machen. Machen hier dann noch eins hin. So. Können wir auch nochmal machen. Machen sämtliche Sachen nochmal. Runde 105. Holy. Alter Schwede, können wir Runde 110 schaffen? Das wäre der Dream. Oh, nee. Das wird jetzt zu viel, oder? Nein, ist es noch nicht? Oh, die 153.000. Wir haben so viel Kohle und ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir das jetzt einfach so hinkriegen. 107. 107. What? Oh mein Gott. Es ist einfach nur komplett verwirrend, was hier passiert. Es ist komplett verwirrend. Oh mein Gott. Das ist einfach nur der Oberhammer. Also wirklich, das ist das krasseste Match. Und das ist wirklich eine
relativ schwere Map. Also ich habe mich sonst immer nur an die leichten Maps getraut. Aber das hier ist jetzt, ich glaube, eine Medium Map. Eine Medium Map müsste es sein. OMG. Das geht halt einfach. Die gehen durch. Runde 110. 195.000. Easy. Was, wenn wir jetzt noch einen Mörseraffen machen? Machen wir mal einen Mörseraffen. Setzen den hier hin. Machen. Ah, ne. Das hier ist das, ne? Ja. So, haben wir den auch noch. Runde 111. Ey, wir sind weiter, als ich es mir jemals geträumt hätte. Wir sind weiter, als ich es mir jemals geträumt hätte. Ich bin fast sprachlos. Leute, ich bin echt... Holy, ich bin einfach nur komplett sprachlos. Ich kann auch nur noch... Ich kann auch nicht mehr viel sagen. Was soll ich sagen? Ich bin einfach komplett sprachlos, wie weit wir es jetzt schon geschafft haben. Und ich kaufe ja nichts mehr. Wir haben 212.000. Wir haben 212.000. Was soll ich denn jetzt noch kaufen? Ich könnte hier noch einen hinsetzen, aber es bringt mir nichts. Weil die fliegen... Ja doch, die fliegen ja da lang. Kann der die denn treffen da? Nein. Nein, nein, nein. Da kann der ja gar nicht treffen. Das bringt ja gar nichts. Das bringt ja gar nichts. Was können wir denn noch machen? Witzigerweise. Wen könnten wir noch irgendwo hinsetzen, damit wir da noch ein bisschen Spaß mit haben? Machen wir noch einen Magier. Der darf auch noch mal ein bisschen reinballern. Ich freue mich natürlich über jeden, der hier noch mal trainiert. Alter, Runde 116. Ich glaub's nicht. Ich kann's einfach nicht glauben. Und wir kriegen halt immer mehr Kohle. Immer mehr Kohle. Das war's jetzt. Das war's immer noch nicht. Wir ballern einfach rein. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ich weiß nicht. Ich kann nichts sagen. Ich kann einfach gar nichts sagen. Es ist unglaublich. So, machen wir mal so. Jetzt explodiert einfach noch zusätzlich alles. Ja, Leute, ich lass mal laufen. Ich mache jetzt nichts mehr, ich lass mal laufen. Ich spule bis zum Ende vor. Was soll's? Was soll's? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt mittlerweile mir eben was zu trinken holen. Und es läuft halt einfach weiter. Es läuft und läuft und läuft. Wir sind jetzt schon bei Runde 122. Es ist unglaublich. Kann doch nicht wahr sein. Okay, jetzt. Das dürfte doch... Jetzt müsste es doch langsam vorbei sein, oder? Das können die doch nicht schaffen. Ja, okay, der dreht sich halt dann noch ein paar Stunden im Kreis, ne? Ich glaube, die Festung regelt das alleine, oder? Ja, komm, die paar Bleiballons, die sind ja nichts für uns. Mittlerweile ist das einfach nur noch lächerlich, wie gut wir vorankommen. Das ist einfach nur lächerlich. Die Aufnahme dauert schon doppelt so lange, wie ich gedacht habe. Wir kommen hier einfach so gut klar. Und ich habe auch das Gefühl, dass die gar nicht schwerer werden, die Runden mehr. Die sind einfach auf demselben Level. Also ich sehe da jetzt kein Ende in Sicht bis jetzt. Ich habe das Gefühl, die werden nur länger, die Runden. Also dass da auf Zeit mehr kommen. Aber dass es nicht so ist, dass da jetzt mehr Einheiten gleichzeitig kommen. Weil das könnte uns ja dann in die Bredouille bringen. Weil wir ja nicht so viele haben, die mehr als eine Einheit angreifen können. Oh, das könnte jetzt Ende sein, oder? Nein, immer noch nicht. Okay. Okay. Ich denke immer, wenn die Bleiballons da angeschossen kommen, dass das einfach vorbei ist. Aber ist es nicht. Weil die werden halt einfach abgefangen, ist vorbei. So, wenn da von den großen Dicken jetzt einfach mal ein paar mehr kommen würden, dann wäre es wirklich so, dass wir in Bredouille kommen können. Aber jetzt bei zwei Stück... Ich weiß nicht. Und die anderen werden dann halt einfach abgeschlachtet. Die sind halt zu schnell. Unsere Einheiten sind einfach zu stark.
Und solange wie die sich da einfach im Kreis noch 5 Stunden drehen, können die halt nichts gegen uns machen. Da kommen wieder 3 Bleiballons an, die werden halt wieder weggeschnetzelt. Wir sind einfach Money in the Bank. Wir haben richtig Money in the Bank. Guckt euch das an. Wir könnten ja jetzt alles damit machen. Ich setze ja nicht mal irgendwelche Fähigkeiten ein, weil das ja so oder so alles funktioniert. Wir sparen eigentlich gerade unser ganze Kohle und könnten noch so viel damit machen. Wie sieht's eigentlich hier bei dem Magier aus? Kann ich mittlerweile mal was Neues freischalten? Ja, können wir. Nein, können wir nicht. 8000 Punkte habe ich erst. Kann ich denn hier noch mehr Magier hinsetzen? Einfach nur, weil, warum nicht? Zack. Dann noch einen. Dann graden wir die hier nochmal ab. Da ist noch einer. Machen wir auch nochmal höher. Ich meine, warum nicht? Warum nicht? Dann nehmen wir noch hier den. Den stellen wir noch dahin, damit wir die Balloons noch ein bisschen einfrieren können, falls es geht. Das machen wir auf der anderen Seite genauso. Ich setze die jetzt nur, damit ich noch ein bisschen an EP farmen kann. Weil das, was wir jetzt wirklich wollen, ist das hier. Das ist, ich glaube, ich könnte jetzt mittlerweile alle die noch wegsetzen und könnte da noch mehr Einheiten machen. Und dann einfach noch weiter durchschnetzeln. Hier in der Mitte ist einfach nur ein riesiger Knäuel an Einheiten, die dafür sorgen, dass wir das Ding einfach hier komplett durchdappen. Ich lass mal wieder ein bisschen laufen. Mal gucken. Ich spule wieder vor. Holy. Okay, das war jetzt nicht mehr so viel vorgespult. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin einfach nur sprachlos. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Und bis dann. Ciao.